Westerstede in Niedersachsen. Vor ein paar Tagen musste ich ergebnislos aus Gießen abreisen. Dort war ich mit meiner Suche in eine Sackgasse geraten. Ich hoffe, hier weiterzukommen. Zumindest der Ort selbst stimmt mich positiv. Boah, ist hier eine Blütenpracht. Also Rosemunder Pilcher-Film ist nichts gegen uns. Dass ich gerade hier bin, hat einen Grund. Ich hatte mir nochmal meine allerersten Rechercheergebnisse vorgenommen und etwas entdeckt. Also, ich habe mir jetzt nochmal ganz genau die Liste mit den Treffern zu Simone angeguckt. Darauf gibt's eine Simone, bei der das Geburtsdatum stimmt, mit einer konkreten Adresse. Allerdings ist diese Simone in Greifswald und nicht in Grimmen geboren. Das ist aber nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Also es könnte ja sein, dass Uwe sich damals geirrt hat und seine Tochter ist im Nachbarort geboren worden. Dann ist das jetzt ein ganz wichtiger Hinweis und vielleicht komme ich da weiter. Diese Simone muss einmal hier im Zentrum von Westerstede gelebt haben. Ob die Adresse noch aktuell ist, konnte ich nicht herausfinden. 13 ist hier 11. Ja, ungeschmückt für mich. Hier, da steht die Hausnummer, hier ist die 11. Doch wo ist hier der Eingang zu den Wohneinheiten? Da ist jemand. Hallo! Hallo! Ich habe eine Frage. Das ist doch hier das Haus Nummer 11, ne? Ja. Ich bin auf der Suche nach einer Simone Martens. Sagt Ihnen das irgendwas? Ja, Martens sagt mir was. Wohnt die hier? Ich weiß nicht, ob die Simone heißt, aber Martens kenne ich. Die haben auch Söhne, die haben hier davor hier gewohnt. Aber die wohnen hier nicht mehr? Nee. Die junge Frau, die im Vorderhaus in einem Restaurant arbeitet, kann sich an eine Familie Martens erinnern. Doch die lebt schon seit einigen Jahren nicht mehr hier. Leider ist ihr auch nur der Nachname der Familie bekannt. Und ob die Tochter Simone hieß oder heißt? Kann ich leider nicht wirklich helfen. Okay. Also ich weiß nur, dass eine Familie Martens hier gewohnt hat. Okay, ja. Alles klar. Dann okay, frage ich mich weiter durch. Ja, ganz Erfolg. Herzlichen Dank. Ne? Tschüss, alles Gute. Tschüss. Ja, ja. Zumindest bin ich hier nicht ganz falsch. Ich höre mich einfach mal um. Oh, da sitzen die Menschen schön alle Reihe für Reihe auf dem Platz, warten auf mich, dass ich sie rundum befrage. Moin. Entschuldigung, darf ich Sie einmal kurz stören? Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Tochter, Simone Martens. Hier aus der Gegend. Sagt irgendjemandem der Name etwas? Wir kommen nicht von hier. Nee, also wir kommen hierher, aber... Alles klar, ich frage mich weiter durch. Tschüss. Und du? Kommst du mit mir mit? Nö, ne? Du bleibst hier in der Sonne. Moin. Moin. Oh, das sieht gemütlich aus. Ja, mit eingekochtem Kaffee, ne? Das ist nicht schlecht. Ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Simone Martens. Haben Sie den Namen hier schon mal gehört? Nee. Nee? Sind Sie von hier? Ja. Eine junge Frau, Anfang 30, wird vom Vater vermisst. Okay, dann munter weiter. Tschüss, schönen Tag. Spaß noch. Ja, danke. Ebenso. Tschüss. Moin. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Und zwar Simone Martens. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Das sagt mir gar nichts. Nee, meine Jüngere. Ich war gerade beim Zahnarzt. Ach, bei Dr. Becker. War schlimm? Nee. War nicht schlimm? Nee. Hat er gar nicht gebohrt? Nee, nicht gebohrt. Nee, das alles nicht. Klar. Tschüss, ne? Tschüss. Oh mein Gott, das ist echt schön hier. Hier ist überall. Überall ist hier Rhododendron. Das ist die Rhododendron-Stadt. Rhododendron. Hallo, Entschuldigung, kein Schreckring. Ich suche eine Simone Martens. Eine junge Frau, Anfang 30, hier aus der Gegend. Nee, alles klar, danke. Tschüss, ne? Tschüss, danke. Wo ist denn da die Tür? Das ist der Strandkorb.
Entschuldigung, ich habe nur eine Frage. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Sagt Ihnen der Name Simone Martens etwas? Die wird vermisst von ihrem Papa. Simone Martens. Simone Martens. Martens. Soll hier vielleicht irgendwo leben. Nee, eine junge Frau. Okay, das war schon. Ich höre mich weiter um. Dankeschön. Tschüss, okay. Schönen Tag. Sie haben es wunderschön hier. Wunderbar, ne? Wunderschön. Das ist ja ein Anblick wie im Film. Wirklich. Ja. Alles blüht. Wunderschön. Danke, ne? Ich höre mich weiter um. Tschüss. Tschüss. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin auf der Suche nach einer Simone Martens. Sagt Ihnen der Name was hier aus der Nachbarschaft? Gar nicht. Jetzt habe ich Sie geweckt. Entschuldigen. Nein, das macht nicht. Alles. Ich dachte, unsere Nichte wollte kommen. Ah. Und ich dachte, die wollte eigentlich um 2 kommen. Ich durch 1 Uhr kommt sie jetzt schon. Ach Mensch, tut mir leid. Aber die kommt sicher gleich. Sagt Ihnen nichts der Name. Die wird von ihrem Papa gesucht, wissen Sie? Ja. Und da höre ich mich um. Alles klar. Hallo. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ich bin auf der Suche nach jemandem, und zwar Simone. Sie kennen mich? Ja, dann wissen Sie ja, dass ich nichts Böses im Schilde führe. Alles klar. Simone Martens, eine Frau Anfang 30. Sagt Ihnen das was in der Nachbarschaft? Nein, das sagt mir gar nichts. Ne? Sagt Ihnen nichts. Wie alt sollte ich denn sein? Jahrgang 88. Ah, ist noch jung. Noch ein junger Hüpfer. Ja. Nee. Tut mir leid. Okay, ich höre mich weiter um. Danke. Schön für die Störung, ne? Ja, alles tschüss, klar. Danke. Tschüss. Sagt Ihnen der Name Simone Martens irgendwas hier aus der Nachbarschaft oder so? Ja. Sagt Ihnen was? Ja, wir haben mal zusammen gewohnt. Echt? Ja. Simone Martens? Ja, die hat mit ihrer Mutter unten und wir oben. Hier? Ja, bei der Pizzeria. Ah, in der, wo die Geschäfte sind, in genau. Der Nummer 11. Ja, genau. Genau, ja. Das ist eine Adresse, die ich hier auf meiner Liste habe. Da, Lange Straße 11. Genau. Da war ich vorhin, da war man sich aber nicht sicher, ob es da eine Simone Martens gab. Ja. Und Sie haben dort mit ihr gewohnt? Ja, mit meinem jetzigen Mann zusammen. Ach nein. Ja. Und der Geburtstag ist 30. März 88. Das kommt hin. März haben wir immer gefeiert. Also Ende März, ja. Ja. Dann, ja, das kommt hin. Das kann ich ja nicht glauben. Ja. Aber die wohnt ja da nicht mehr, ne? Die sind da weggezogen. Also ich habe mich da umgehört, da ist nichts mehr. Also die ist irgendwann, das ist aber schon länger her, die ist wieder zurückgegangen. Nach Grimmen. Nach Grimmen? Ja. Wissen Sie, wann das war oder was sie da macht oder irgendwas? Auf jeden Fall ist es schon also echt lange her, ja. Das weiß ich. Und also zwischendurch haben wir auch gar keinen Kontakt mehr. Ja. Aber ich weiß, die hat geheiratet. Dann hat sich ja der Name geändert auf wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Können Sie sich an den Namen erinnern? Ich meine Kästner. Kästner? Kästner. Wie der Schriftsteller. Kästner. Alles klar, Simone Kästner. Wie der Mann heißt oder so, wissen Sie nicht. Entschuldigung, wenn ich Sie so löcher. Alles gut. Es geht um eine Familienzusammenführung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie über Ihre Familie wissen oder irgendwas, aber es gibt jemanden, der Sie sehr vermisst und deswegen müsste ich Sie dringend finden. Ja. Das heißt, sie war hier, ich bin auf der richtigen Spur und sie ist eigentlich zurück in die Heimat gegangen. Genau. Alles klar. Noch irgendwelche Fotos, alte Adresse, irgendwas? Nee. Gar nichts, überhaupt nichts. Das ganz sicher. Alles irgendwann mal auf dem Handy, aber die wechseln sich ja, das ist weg. Da habe ich gar nichts mehr, okay. Das tut mir leid. Nee, ich will ja nicht undankbar sein. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank, Frau Rickels. Genau, alles klar, danke. Ne? Ja, lieben Gruß. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Drücken Sie Daumen. Tschüss. Also eins ist klar, diese Simone muss Uwes Tochter sein. Diesmal bin ich auf der richtigen Spur. Nur 2 Tage später. Ich bin auf dem Weg nach Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern. Und das hat einen Grund. Mit der Information, dass Uwes Tochter Simone jetzt Kästner heißt und zurück nach Grimmen gegangen sein soll, habe ich weiter recherchiert und herausgefunden, dass eine Simone Kästner in Grimmen am Krankenhaus arbeitet. Ich hoffe sehr, dass ich auf der richtigen Spur bin. Bitte nur einmal klingeln.
Hallo. Ja, ich bin auf der Suche nach jemandem. Ich müsste einmal den Ausgang benutzen. Ja, alles klar. Dankeschön. Ich warte hier auf Sie. Vielen Dank. Hallo, ich bin Julia Leischig. Ich weiß nicht, wenn wir mit Abstand reden, können wir sie dann hier draußen abmachen? Ist das in Ordnung für Sie? Hallo, spricht sich doch leichter. Ich bin auf der Suche nach einer Frau, die hier wahrscheinlich arbeitet. Jetzt hatte ich die Hoffnung, dass Sie mir da vielleicht weiterhelfen können. Simone Kästner. Also aus Datenschutzgründen kann ich da erstmal gar nichts weitergeben. Verstehe. Also es geht um eine Familienzusammenführung. Der Vater sucht nach ihr und deswegen wäre es so ganz, ganz wichtig für mich. Okay, vielleicht lässt sich was machen, aber da müsste ich einmal nochmal Rücksprache halten, da müsste ich nochmal reingehen. Haben Sie einen kleinen Augenblick? Ja, total. Okay. Danke. Ich bin ja froh, wenn Sie mir helfen. Alles ich klar. Warte hier. Gut, ja? Bis gleich. Danke. Hoffentlich geht das gut. Kann diese Frau mir zum Durchbruch verhelfen? Oh, da bin ich wieder. Ja. Sie haben Glück. Wir haben tatsächlich eine Mitarbeiterin mit dem Namen bei uns. Ja. Die hat heute allerdings frei. Okay. Ich konnte sie jetzt telefonisch erreichen. Ja. Und sie hat ihr okay gegeben, dass ich Ihnen ihre Adresse geben kann. Das heißt, sie weiß, dass ich da jetzt hinkomme? Ja, sie hätte jetzt Zeit. Okay, alles klar. Ganz herzlichen Dank. Bin völlig sehr überrascht. Gerne. Dankeschön. Gerne. Danke. Schönen Tschüss. Tag noch. Danke. Tschüss. Also jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen, denn Simone weiß, dass ich zu ihr komme. Und jetzt kann ich nur noch hoffen, dass es wirklich die richtige ist und vor allem, dass sie sich über die Nachrichten freut. Ich mache mich direkt auf den Weg. Nur wenige Minuten sind es bis zu der Adresse, die ich erhalten habe. Da ist 24 Uhr. Richtig. Da ist es. Kästner. Hallo, hier ist Leischig. Die Kollegin im Krankenhaus hatte mich ja bereits angekündigt. Ne? Sind Sie Simone Kästner? Ja. Ja. Darf ich Sie fragen, ist Ihr Geburtsname Martens? Ja. Und der Geburtstag ist der 30. März 1988. Richtig. Warum geht's? Ich bin auf der Suche nach Ihnen, weil es jemanden gibt, der Sie sucht. Merk, Sie sind schon aufgeregt. Ja, richtig. Ja. Wollen Sie reinkommen? Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Wird alles gut. Ist alles halb so schlimm. Okay. Ja? Dankeschön. Ich habe Simone gefunden. Wichtigste erstmal, das seht ihr, ihr geht's gut. Wir haben uns dann zusammengesetzt. Und das würde ich euch gerne zeigen. Ja? Okay. Simone, ich habe dir ja schon an der Tür erklärt, dass es jemanden gibt, der nach dir sucht. Ich bin hier, weil dein Papa nach dir sucht. Und zwar schon sehr lange. Kannst du sagen, was das für dich für eine Nachricht ist? Bist du überrascht? Also ich freue mich tierisch darüber, weil ich ihn selber jahrelang gesucht habe. Und hatte immer gehofft, dass irgendwie mal jemand vor der Tür steht und sagt, hier ist dein Papa. Und ich freue mich tierisch drauf. Das heißt, das ist, was du dir lange gewünscht hast? Dass das passiert in deinem Leben? Eigentlich mein Leben lang. Ich kenne ihn ja halt nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich bin mit aufgewachsen, dass er mich nicht wollte.
Kenne ihn nur von einem Foto. Mhm. Ja. Dein Papa sagt, dass er dich von Anfang an sehen wollte und dass deine Mutter das verwehrt hat, dass er Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ich kann dir nicht sagen, was jetzt die Wahrheit ist, aber ich weiß nur, dass dein Papa ganz große Sehnsucht nach dir hat und dass er sehr, sehr berührt und emotional ist, wenn er über dich spricht. Auch wenn es natürlich auch traurig ist und Wunden aufreißt, tut das trotzdem auch ein bisschen gut, das zu hören? Ja, also ich habe mich ja, die Jahre immer hatte ich ja gehofft, dass ich dann mal ihn kennenlerne. Ne? Denkst du, es ist wichtig zu wissen, wer sind meine Wurzeln? Ja. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie dein Leben so war und wie du aufgewachsen bist? Ich bin hier in Grimmen quasi aufgewachsen und mit 13, also als ich 13 war, sind wir nach Weißenstede gezogen. Dadurch, dass meine Mama krank ist, habe ich mich recht früh um vieles gekümmert. Also meine Mutti hat halt viel geschlafen, dadurch, dass sie Epilepsie hat. Und dann habe ich mich drum gekümmert. Ämter, Formulare unterschreiben, kochen. Ich glaube, dadurch habe ich schon eine Rolle übernommen, die sehr selbstständig ist. Also ganz schön viel Verantwortung für ein Kind. Ja. Wann gab es Momente, in denen du an deinen Papa gedacht hast? Also eigentlich jeden Tag. Ja, es fehlte halt eine männliche Person so an der Seite, wo man mal mit drüber sprechen konnte. Oder irgendwelche Probleme, die, ja. Da gab es niemanden, der das hätte ersetzen können. So ein Papa, der auch mal sagt, ich bin richtig, mächtig stolz auf dich? Ja, das auch. Hast du ein Bild von ihm? Mhm. Was bedeutet dir das Bild? Viel. Das einzige Bild, was ich von meinem Papa habe. Hast du das hier irgendwo? Kannst du es mir mal zeigen? Ja, klar. Das ist das Einzige, was du von ihm hast. Ich finde sogar, dass man manche Züge Ähnlichkeit sieht. Ja. Betrachtest du das Bild manchmal? Ja. So. Schönes Bild. Ja. Ja. Ein Herzensschatz. Ja. Simone, wie lebst du denn? Ich wohne in Grimmen, lebe getrennt von meinem Mann und wohne mit meinem Sohn hier. Ihn habe ich so 2-3 Mal die Woche. Also wir teilen uns das Sorgerecht und dann wechseln wir uns halt ab. Arbeite im Krankenhaus, in der Verwaltung. Und in meiner Freizeit lese ich gerne, fahre Fahrrad, mache Diamond Painting oder gehe einfach mal nur spazieren, Freunde treffen. Hast du mal was drüber gehört, ob er noch Kinder hat oder weißt du irgendwas? Nee. Er hat eine 17-jährige Tochter, die heißt Ladina. Gute Nachricht? Ja, echt schön. Ich habe dir ein Foto mitgebracht. Das ist dein Papa. Schön. Ein ganz lieber. Aber nicht mehr so viel Haare auf. Wir werden alle älter, ne? Ja. Toll. Darf ich das behalten? Von deiner Schwester hatte ich dir auch schon erzählt. Das ist deine kleine Schwester. Ich muss einmal sagen, sie hat die gleichen Grübchen. Schön. Freust du dich auch auf sie? Auf jeden Fall. Schön. Hallo Papa, ich freue mich, dass du nach mir gesucht hast. Und mich gefunden hast. Ich habe dich sehr vermisst. Jeden Tag an dich gedacht. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ich freue mich auf meine Schwester. Und bin froh, wenn wir uns endlich sehen können. Dankeschön. Das ist so schön. Danke. Danke. Sind es denn Tränen der Freude? Ach, absolut. Ich bin so glücklich jetzt. Ja. Das ist gut, weil heute ist ja der Tag der Freude. Und die Freude, die steht da draußen. Da draußen wartet deine Tochter auf dich. Und die möchte euch beide jetzt sehr gern kennenlernen und in den Arm nehmen.
schön. Danke, Latina. Vor mehr als 30 Jahren ging die Beziehung der Eltern in die Brüche und Simone musste ohne ihren Papa aufwachsen. Uwe durfte seine Tochter nicht ein einziges Mal sehen. Nun bekommen die beiden eine zweite Chance. Sophia, bitte. Dann trifft auch Ladina ihre Schwester zum allerersten Mal. Freust du dich? Drei. Hat seine Brille eingehakt. Ich hab's gesagt, Tag der Freude, oder? Ja. Ich freue mich für euch und ich wünsche euch alles Gute. Genießt die Zeit miteinander. Auf jeden Fall. Dankeschön. Alles Gute für euch.